Deswegen. Okay. Der ist jetzt schon einmal los. Ich hoffe, er kommt auch wieder. Da war ich nämlich jetzt echt zu langsam für. Wir haben ja bald Halloween. Macht ihr was zu Halloween? Und wenn ja, was? Scheiße, kommt der Teil nicht mehr zurück? Hallo? Komm ich hier mal wieder? Oh. Ah! Dann muss ich aussteigen. Ach, da kommt eine neue. Das ist aber schön. Das ist schön. Irgendwann wird dieses Ding doch losfahren, fürchte ich. Ich muss mal kurz absteigen. Mhm. Und hier muss ich auch absteigen. Okay. Oh nein! Hä? Fuck, ist das Ding nur kurz oben? Ach so, alles klar, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Von da müsste der kommen, ne? Ja. Wow, 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 wow. Machen wir lieber so. Soll nur hinter mir hin und her. Bei euch feiert man Kirbe. Das hat bei euch Tradition. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Hilfe! Oh! Okay, ob das so richtig war? Kuchen! 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 Der Test ist... All Aperture Technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Best assured that there is absolutely no chance... Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Geräten kommen kann. Thank you for participating in this Aperture Science computer-aided enrichment activity. Goodbye. Ich will aber gar nicht. Ich kann bestimmt noch irgendwo hier raus. Guck mal da und da. Und jetzt. Arschlecken, Feuer. Hahaha, was machen Sie denn? Schluss jetzt, ich. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Ganz sicherlich. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir gehen eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Make no further attempt to leave the testing area. Assume the party escort submission position. Falls er da durchkommt, durch die Tür, wird er jetzt gleich hoffentlich da drin landen. Hallo? Ich soll da oben durch, ja? Mal so wieder ganz im Ernst, oder? Boah, scheiße. Im Ernst? Ach, Türen kann man aufmachen? Im Ernst? Ich wollte jetzt den Mitarbeiter... Diese Tür kann man nicht aufmachen. Ich wollte den Mitarbeiter jetzt ins Feuer jagen. Okay, ach, ich glaube, dass ich da hoch muss. Das müsste ich ja von dort aus machen. Ja? Ich will nicht sterben. Hey, ich war clever genug, hier drum rum zu gehen.
Tür, geh auf! Scheiße. Ja. Nein. Das darf ich doch nicht. Kacke. Das dauert wieder Stunden, bis ich das hier gerallt habe, wie ich das richtig machen muss. Okay, fangen wir an. Boah. Was hab ich denn getan? Ich hab falsch gemacht, ne? Ich hab gerade irgendwas falsch gemacht. Moment. Bin ich hier irgendwie doof aufgekommen? Kann's sein? Moment. Wieso geht denn das nicht? Falsches Portal, wieder falsch. Ach, klar. Ich muss ja das Orangene nehmen. Verdorri. Super, danke schön. Falsches Portal. Mann! Gibt's auch was von Ratiofarm? Ja. Da ist nichts zu sehen. Ein Party-Mitarbeiter wird kommen. Großartig. Oh. Kann ich hier drauf springen? Oh ja, das geht. Sehr schön. Das ist eine Tür, die ich vielleicht wirklich öffnen kann. Oh ja, aber wartet, wartet. Da ist nichts mehr. Beginnt jetzt etwa das wirkliche Spiel? Mal, die werden hier zusammengebaut, ha? Link. Kann ich auch nicht nehmen. Schade. Mhm, hier werden sie montiert. Think in Portals. Gute Preise, gute Besserung. Schon die ganze Zeit das wirkliche Spiel. Das ist schon die ganze Zeit das wirkliche Spiel. Ich habe gedacht, das wäre jetzt erstmal ein Tutorial und... Naja, gut, okay. Komisch! Jetzt, wo ich weiß, also... Vorher hatte ich die ganze Zeit das Spiel irgendwie so ganz locker genommen, weil ich gedacht habe, okay, das ist ja nur das Tutorial und irgendwann wird halt das richtige Spiel anfangen und dachte mir so, boah, das ist schon ganz schön hart, das Tutorial hier teilweise. Und jetzt, wo ich weiß, dass das auf jeden Fall jetzt hier das echte Spiel ist, auch wenn ich jetzt weiß, dass das alte auch schon das echte Spiel war, habe ich plötzlich total ein mulmiges Gefühl. Voll schlimm. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. What? Mach mal aus hier. Plack. Krisch plack bei dir hier. Was können wir denn hier machen? Kann ich nicht machen. Dann muss ich halt da durch. Da muss ich einfach... So, dadurch. Oh, toll. Schon wieder so ein Zeugs hier. Das hört sich an wie Tiere. Okay. Was ist das? Ach, und plötzlich kommt hier auch Musik.
Hat halt keine große Geschichte, okay? Da haben wir nochmal so einen Ventilator. Wenn ich hier reinkomme, finde ich bestimmt belastende Materialien oder Beweise, irgendwas. Ziemlich viele Beobachtungskanzel. Oh, da wäre ich fast runtergestürzt. Das hier auch? Ne, das ist fest. Eieiei. Okay, ich gucke erstmal, ob ich hier durchkomme. Nein! Ist zu, Verdorri! Mach denn sowas? So, ich würde gerne darüber. Ich gehe davon aus, dass ich nichts an die Decke machen kann. Nein. Natürlich nicht. Dann gehe ich doch vielleicht erst einmal so da so rüber. Machen wir das erstmal. Erstmal hier rüber so. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Ich kann also tatsächlich hier auch über Rohre. Und was mache ich dann, wenn ich über die Rohre gegangen bin? Wahrscheinlich erstmal nicht viel. Ach so. Jetzt bin ich wieder hier. Ich gehe mal zu den Rohren. Ich sehe mich da selber schon wieder. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Ich komme hier nicht drüber. Kann ich hier eins drauflegen? Nein. Verdammt. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht, den ich nicht mehr ausbügeln kann. Es ist wirklich so ein Vorkapitel für Portal 2, was richtig geschichtslastig ist, aber so richtig. Davon habe ich nur mal einen Trailer gesehen von Portal 2, so ganz am Anfang, wo man irgendwie in so einer zerstörten Station ist und dann der Computer mit einem redet. Aber da hat es dann, glaube ich, irgendwie einen wirklichen Unfall gegeben oder so. Tja. Shit! Shit, ich hänge hier fest! Ich hänge fest! Ich komme ja nicht mehr rein hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich glaube, ich muss jetzt hier sterben. Wobei von Portal 2 noch absolut überhaupt niemand gesprochen hat, geschweige denn gedacht. Meinst du, als Portal 1 rauskam? Ja, ist mal wieder so ein Spiel, was echt lang an mir vorbeigegangen ist. Sonst kacke, ich häng fest. Ich glaube, ich muss mich stören lassen. So ein Ärger. Das war also nicht richtig hier. Ich hätte darüber gehen müssen. Ja, okay. Ich springe in die Suppe. Sterben. Sterben. Gibt's hier irgendwo spielständig? Ich glaube nicht, ne? Oder? Okay, super. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir das jetzt mal so. Wartet, wartet. Nein, da bin ich doch hergekommen, ich Depp. Was mache ich denn hier? Nein, 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 nein. Das ist ja totaler Unfug. Was ich tun muss, ist, ich muss da vorne drauf. Hier, da muss ich drauf. Da kann ich auch kein Portal erstellen. So ein Dreck. Ich komme da dann nur rüber, wenn ich mich da an diese Wand teleportiere. An diese da. An diese jene welche. Aber wenn ich... Wenn ich gut springe... Komme ich dahin. Gut. In Ordnung. Danger. Admittance to authorized personnel only. Gehen wir erstmal hier. Ach. Dollars and cents competing with Black Mesa for DoD and government-wide acquisition contracts. Aber hier sind sie aber auch sehr schnell aufgebrochen, würde ich sagen, ha? Huh? Die sehen ja geil aus. Die sehen aus wie Wiis. Ich will auch eine Wii. Ich kann überhaupt jede Konsole gebrauchen. Habe ich festgestellt.